Hallöchen, ihr Bahnhausen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Train Fever im USA DLC. Und ich muss gerade mal einen Schluck trinken, weil ich trockenen Hals habe. So, weiter geht's. Wir haben letzte Folge unsere Zugstrecke weitergebaut bis hier oben. Was natürlich immer Unmengen an Kohle kostet, muss ich sagen. Und ja, mal schauen, was wir jetzt weitermachen. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen Kohle wieder reinholen. Damit wir mal ein bisschen Geld wieder scheffeln hier. Da oben, der wird voll. Ja, der ist definitiv voll. Wir müssen das anders machen, dass wir. Ja, wir müssen das definitiv anders machen, dass hier ein Zug pendelt und da unten ein Zug pendelt. Da müssen wir das, glaube ich, mit Signalen machen. Ich weiß jetzt nur nicht, ob. Was ist das? Ein Wegpunkt? Wir müssen das, glaube ich, machen, dass wir. Glaube ich, hier irgendwie ein Signal hinstellen, vielleicht. Und ich glaube, hier, oder? Ne. Oder wie geht das? Ne, so, ne? Dann? Das Signal sagt er dann reinfahren oder nicht reinfahren. Der darf reinfahren, alles klar. Aber wenn da ein Zug steht, darf der da nicht reinfahren, ne? Theoretisch. Würde ich sagen. Genauso wie der dann. Man geht ja auch mit diesen Blockdingern. Aber das ist erstmal noch. Das kommt noch irgendwann. Ja, wir machen auf jeden Fall Kohle mit dem und das nicht wenig. So wie es aussieht. 132.000 hat er jetzt schon gemacht. Plus. Und wir haben jetzt mächtig viele Güter. Das heißt, warte mal. 208, wie viel Kohle haben wir jetzt? 270.000. Das heißt, wir kaufen uns schon mal den Zug. Definitiv. Und dann machen wir das gleich. Wenn wir noch ein bisschen mehr Kohle haben und Waggons haben, werden wir das machen. Obwohl, warte mal. Fahr mal bitte ins Depot. Ich glaube, ich kann die auch wechseln, ne? Dann mache ich nämlich der zwei und fertig. Gucken wir mal. Oder? Kann man die schieben? Ja, kann man. So, dann kriegst du mich die Erze. Pass auf, der kriegt eine neue Linie. Der kriegt Güter mit dem. Und einmal den. Genau, du kriegst die Linie. Du kriegst auch eine neue Linie. Und zwar kriegst du den da oben und den hier. So. Entschuldigung. So, und dann kriegst du nämlich den und fertig. Takt. Ach, da sind die Takte. 4 Minuten 78 Sekunden. Krass. 124. Alles, was über 20 Minuten ist, ist scheiße. Aber das geht. So, das heißt im Prinzip, ich kann den abreißen hier, ne? Das Ding. Glaube ich. Müsste eigentlich. Warte. Jetzt will ich natürlich den hier wieder anschließen. Hier auch. So. Haben wir gebaut. So, und im Endeffekt kann der, glaube ich, wenn der jetzt hier durchfährt, müsste hier rot sein, oder? Oder irgendwie sowas. Genau, der fährt durch. Oder muss das irgendwie anders? Ich habe keine Ahnung. Ey, ich kenne mich mit Signalen mal überhaupt gar nicht aus. Ach, ich habe keine Kohle dafür. Ich habe Minus. Okay. Ne, warte mal, das Signal ist total andersrum. Ja. Ah, okay. Na dann. Jetzt haben wir zwei Zuglinien. Guck mal an. So, der macht jetzt 117.000 plus. Jetzt hat er Minus gemacht, warum auch immer.
So, da kommt der. Ah, der, das, oder? Doch, doch, da müsste der jetzt eigentlich passen. Da müsste jetzt eigentlich passieren. Dass der da stehen bleibt, oder? Ja. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Entschuldigung. Mein Gott, was ist denn los jetzt? Gibt's ja gar nicht. Hat der jetzt was bei? Ja, 9 Stück. Das passt ja. Wenn das so bleibt, passt das. Wenn das so bleibt, dann wird's gehen. So, 55.000. Okay. Und wir haben immer noch kein Plus. Immer noch minus 53.000. Frage ist natürlich, ob die das schaffen, den Fluss so hoch zu halten. Aber wir machen jetzt 37 Produktionen da schon. Also, Freunde, wir können auf jeden Fall, ihr könnt hier viel mehr Güter anliefern für mich. Definitiv sogar. 14 Erz hat der jetzt on Tour und da liegen noch welche. Krasser Scheiß. Ey, Hammer. Da sind noch 11 Stück. Das kriegt er, glaube ich, gar nicht leer. So. So, hau mal ab hier. Machen wir dazu. Danke. 37.000. Wir kriegen irgendwie immer weniger Kohle dadurch. Jetzt haben wir aber auf jeden Fall Plus. Jetzt nicht mehr. Schade. Ah, der zweite Zug macht auf jeden Fall Plus. Jetzt gerade. Ja, ist klar. Das kam gerade mit einer 14er Lieferung an. Geiler Scheiß. Geiler Shit. Und wir haben Plus. Ist das jetzt. Das ist ein Wegpunkt. Und das ist ein Pfad. So. Das ist ein Wegpunkt. Ja gut, viel mehr Signale gibt es ja noch gar nicht. Das ist ja. Das ist ein Fahrtsignal. Eigentlich nur, ob der Pfad frei ist, im Prinzip. Ah, lassen wir mal. Ich glaube, so ist das schon richtig, irgendwie. Genau. Der fährt durch. Einbahnverkehr. Nee, nee, das ist. Nee, nee, das nicht. Das sollst du auch gar nicht machen. Ich meine, ich konnte. Man konnte dort irgendwie mal anzeigen lassen. Ich weiß nicht mehr wie. Genau. Das ist Linie 8, Linie 9. Beide fahren hier lang, genau. Beide Seiten. Und der macht auf jeden Fall Plus. Und der macht auch gleich Plus. Sehr gut. Das ist sehr gut. Gut, wir machen auf jeden Fall ein bisschen Plus. Dann können wir wieder ein bisschen was zurückzahlen. Guck mal, 100.000 wieder. Schluck trinken. So. So. Als nächstes sollten wir erstmal ein bisschen warten, bis wir ein bisschen Kohle haben. Dann haben wir das schon mal aufgesplittet. Und da liegt. Hammer, wie viel da liegt. Das ist ja der Shit. Ich will schon überlegen, ob ich da vielleicht noch 2 Waggons anhängen soll. Das ist ja echt der Shit, was hier liegt. So, die bringen wir mal kurz weg und dann fahren wir mal kurz ins Depot. Da hängen wir dann noch 2 Waggons dran. Weil das ist, überleg mal, 30 Stück lagen da jetzt gerade. Der macht ja jetzt schon gut Kohle. Da macht er ja noch mal Kohle. Kohle! Geld! Brauchen wir alles. Der kommt hier irgendwie nicht wirklich hinterher.
Hat es wieder 10. Ja gut, ist immer besser als nix. Linie an sich, die macht auch Kohle. Auf jeden Fall. Der sowieso da, der Eisenerzzug. Der macht richtig Asche. Entschuldigung, mein Gott. Hat er? Der hat verkauft. Dann fahren wir kurz ins Depot. Was jetzt gerade schlecht ist eigentlich. Warte. Scheiße. Dort schaffe ich nicht mehr, oder? Nein. Ach ne, der Zug wartet. Höhö. Der ist aber doof. Das Depot steht natürlich jetzt scheiße. Ist klar. Ich glaube, das geht gerade trotz, oder? Ich kann den einen ja wenden lassen, ne? Warte, ich muss das Ding mal wieder wegreißen hier erst. Wende mal bitte. So. Du fährst bitte weiter. Achso, ja, warte natürlich auf den freien Weg. Ist logisch, weil der Fahrt natürlich jetzt besetzt ist. Jetzt ist er frei. So. Jetzt sollte es erstmal wieder gehen, weil der dreht jetzt gleich wieder. Genau. Und der ist jetzt im Depot. Passt. So, dann kaufen wir uns noch 2 Erzwaggons. Sehr gut. Und dann fährst du bitte wieder auf Linie 9. Was jetzt? Ah, er fährt. So, und der müsste jetzt eigentlich... Ach, ja, warte mal. Ich muss den hier durch... Nein, jetzt... Das ist schlecht. Wende. Kumpel. Das geht nicht. Ja, das funktioniert nicht, was ich da gerade vorhabe. Scheiße. Fahr nochmal ins Depot. Und wenden. Nein, das war der falsche. Du, bitte, wieder zurück. Ich muss erst nochmal das Gleis hier hinbauen, das geht sonst gar nicht. Ja, ich habe keine Kohle wieder. So. 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 So, dann fahr auch mal bitte los. So, jetzt sollte es eigentlich wieder funktionieren. Mando, was ein Stress. Was ein Stress hier. Ja, jetzt fährt er wieder rüber. Sehr gut. Mit seinen 4 Stück. Flatter. 8. Ah, wird auch mal weniger. Habe ich das Gefühl. Naja. Problem ist, eigentlich müsste man echt die Kohle auch hier rüberbringen. Mit dem Zug. Aber das werden wir, glaube ich, woanders machen lieber. Ich denke mal, hier Öl oder so wäre geil. Weil Öl ist echt extrem viel, was die hier produzieren. Oder unterwegs ist. Das werden wir vielleicht als nächstes mal angehen. Oder erstmal abwarten, was die Dingen sagen hier. Unsere hohen Renten. Ja. Dass wir mal viel mehr Plus kriegen, sagen wir mal so. Oder dass wir viel mehr Geld haben dann, bald. Weil sonst lohnt sich das nicht. Wenn wir da ganze Zeit rumkrebsen. Sag ich mal. Was? Linie 6? Ach so, gesammelt. Wie sieht das da oben aus? Ach so.
13 Stück warten hier. Mein Gott, ey. Der Hammer. Der Shit. Wieder. Das ist ja der Shit. So sieht er aus. Oh, der macht auch gleich wieder Plus. Die 8. Gehe ich mal stark von aus. ...281.000 wird das für eine Fuhre. Krass. Also Autosave. So, der wartet jetzt natürlich. Wartet auf dem freien Weg. Sehr gut. So läuft das. Und da hat er direkt Plus gemacht. Linie 9. Geil. Und wie sieht das hier aus? Da sind schon wieder 31. Sehr gut. 28 kann ich mitnehmen. Das passt doch. Das läuft. Würde ich sagen. Jetzt kommen auch viel mehr Güter wahrscheinlich. Weil er jetzt auch mehr Eisen kriegt. Gehe ich mal stark von aus. Kohle kommt jetzt auch gerade wieder. Eisen sie. Genau, Kohle kommt nämlich auch gerade wieder. Genau, da kommen wieder 4 Kohle an. Jö. Jetzt geht's doch rund hier. So, Eisenerz kommen auch wieder 28 an. Jawohl, jawohl. So, Güter kommen jetzt auch ein paar mehr da raus, schon wieder. Die Produktion steigert sich auch. Was auch sehr gut ist für uns. ...40 Produktion hat er jetzt schon. Geil. Sehr gut. Gut, dann sind wahrscheinlich Güter, die dann hier nach Augusta gehen, die da durchlaufen. So, da kommt der Zug wieder. Der Erztransporter. Der hat jetzt schon immer noch 79.000 plus. Jetzt hat er noch mehr. Ja, ich glaube, das wird wahrscheinlich unsere rentabelste Bahn. Da geht das Eisenerz hin. Juppie! Und da geht das rund. Und zack, 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 zack. Da kommt das. Sehr geil. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, da fehlt eigentlich nur noch, dass wir das mit Kohle vielleicht auch machen. Das wäre nämlich natürlich auch geil. Weil wir haben ja schon 18 wartend. Ich glaube, mit Kohle sollten wir das auch machen. Dass wir hier mit Kohle auch hier reinfahren. Hier. Das Problem ist nur, wir kommen hier nicht rüber. Das ist die Scheiße. Wir kommen hier einfach nicht rüber. Das ist natürlich doof. Weil das würde bedeuten, wir müssten hier rüberfahren und dann hier einscheren. Oder wir müssen den Bahnhof abreißen und zweigleisigen dahin bauen. Weil ich glaube, ich eher schätze, dass wir das machen. Das werden wir aber nächste Folge machen. Weil unsere Folge schon wieder vorbei ist, eigentlich. Wie sieht unser Kontostand aus? Guck mal, wir haben 442.000 plus. Das heißt, wir werden mal wieder 300.000 abzahlen. Da kommt wieder unser Erzzug hier an. Der Eisenerzzug. Ja, und jetzt leert sich es langsam da oben. Das ist aber nicht so schlimm. 281.000 pro Fahrt ist doch schön. Wir machen jetzt schon 361.000 plus mit dem Ding. Ist ja geil. So, jetzt haben wir mal bis 1 Million zurück. So. Gut, dann würde ich sagen, wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer Runde Train Fever im USA DLC. Tschüssingen.